Lösung finden. Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gaming. So, Leute, heute spielen wir gegen Hoffenheim. Da mal schauen, was wir haben. Und wie gesagt, Leute, ist immer so zur Winterpause, wenn es passt. Das hat man ja immer so gemacht. Haben wir meistens dann immer die Schwierigkeitsgrad um eins erhöht, Leute. Und jetzt sind wir ja, wie gesagt, Leute, auf Legende. Und dann schauen wir mal, wie es auf Legende weitergeht. Und wenn es halt, gucken wir mal. Ich bin mal gespannt. Gegen Leipzig werden wir heute, hoffen wir mal, Punkte wieder ausbauen, wenn wir gewinnen heute gegen Hoffenheim. Wenn wir gegen Hoffenheim gewinnen, bauen wir den Vorsprung aus. Weil wir haben ja schon gespielt und haben ja 3 Punkte Rückstand jetzt immer noch. Und wir haben ja heute gegen Hoffenheim einen Vorteil. Wir könnten heute den heute 3 Punkte holen, Leute, und somit uns dann dabei mit Hoffenheim, Hoffenheim die Führung dann ausbauen, Leute. Und das wäre natürlich mega, wenn wir es hinkriegen könnten. Aber wir müssen einfach uns, ne, wir brauchen unser Spiel konstant. Und heute habe ich mir überlegt, Leute, wir machen Kane heute. Ich würde mal Kane heute in der ersten, der zweiten Hälfte. Und ich würde heute mal versuchen, mir ein bisschen mit Tempospielern zu nehmen. Dass wir ein bisschen mehr auf Tempo gehen. Das heißt, Tell wird heute von Anfang an starten, Leute, würde ich sagen. Dass man Tell von der ersten, in der zweiten Hälfte dann kommt wahrscheinlich Ding dann. Kommt dann Kane, wenn es dann. Kane kommt dann so in der zweiten Hälfte, würde ich fast sagen. So würde ich das sagen, dass man Kane jetzt erstmal ein bisschen Tempo-Fußball nehmen. So, dass wir halt ein bisschen schneller sind, Leute. Wir müssen ein bisschen schneller werden. Dafür haben wir ja auch jetzt noch andere Stürmer uns geholt, Leute. Sozusagen ein Nachwuchstalent, die wir ja so in der Winter für preiswert gekriegt haben, das Talent, Leute. Der auch ziemlich gut Tempo ist, beides sehr gut kann, schneller Fuß hat. Schwacher Fuß ist gut, hat Spezialhörding, das alles, die wirklich so hinkriegt, dass man ihn vielleicht in absehbarer Zeit vielleicht zum Mega-Stürmer hinpushen können, Leute. Ja, und auf einen müssen wir aufpassen, Leute, auf Kramaric. Der ist halt mega, das ist ein mega Torspieler, Leute. Der macht Tore wie ein Mann, man kann auch Tore sehr gut machen. Wie Kane, aber heute wollen wir, Kane kriegt heute mal Ding in der zweiten Hälfte, dass wir halt ein bisschen Tempo ins Spiel kriegen. Wir müssen mehr Tempo ins Spiel kriegen, Leute. Wie gesagt, wir müssen mehr Tempo ins Spiel kriegen. Das ist so unser. Wir brauchen mehr Tempo, Leute. Und Kamavinga nehmen wir heute, kriegt heute eine Chance. Dann nehmen wir ihn und ihn nehmen wir mit. Und Santos nehmen wir für Gnabry mit. So würde ich sagen. Und dann hoffen wir mal, dass wir heute ein gutes Spiel gegen Hoffenheim spielen, um es hinzukriegen hier. 3 Punkte spielen. Und was man mit der Abwehr machen, das werden wir mal sehen, Leute. Was mit der Defensive machen. Ob man in der Winterpause noch irgendwas machen mit Coach, haben wir Kenny für Trainer, für neue Coach, für unser Assistenztrainer. Torhüter müssen wir mal gucken. Da können wir es aber, wenn, dann erst in der Winterpause gucken, Leute. Da können wir erst in der Winterpause gucken. Ja, nächste Zeit. In der Winterpause haben wir kein Geld mehr dafür jetzt mehr. Wir haben ja schon jetzt ein paar Spieler geholt. Oh, nee, Mann. Was ist denn heute wieder? Es fängt wieder immer gut an. Es fängt ja mal wieder gut an.
Oh ja, das muss 1-0, aller wichtiges Tor, Leute. Und Mitelle ist halt das Zweite. Musiala, Tell, die sind halt schnell vorne. Tell ist halt einer, wo Ding ist so schnell. Musiala ist ein Schneller. Kane ist halt ne, wenn er, das ist halt das Problem bei Kane, Leute. Kane ist halt nicht mehr der schnellste Spieler, Leute. Wie gesagt, Kane ist halt nicht der schnellste Spieler. Wie gesagt, Kane ist halt nicht der schnellste Spieler mehr. Wie gesagt, Kane ist halt nicht der schnellste Spieler, Leute. Wie gesagt, Kane ist halt nicht der schnellste Spieler. Und das ist halt das Ding. Wenn er vorne steht, macht er seine Tore. Aber er ist halt nicht mit, ja, man merkt, er ist nicht mit der Schnellste. Und dann manche Abwehrspieler hier sind halt nicht mit, sind schneller wie Kane. Das ist halt das Ding. Das ist halt das Ding. Kane ist halt schneller. Nämlich so der schnellste Spieler in dem Team. Ah, Mann, hätte ich schießen sollen mit Sané. Ja, und Sané ist halt. Mit Sané und dann Mané auf der Seite mit Sané und dann mit dem neuen Spieler haben wir dann einen acht schnellen Spieler wieder drin. Ja, wir haben einen schnellen Spieler drin im Team, Mann. Und mit Tell haben wir natürlich einen, und Kingsley Coman ist halt auch noch ein zügiger Spieler. Ah, oh Mann, da steht halt wieder keiner. Das ist halt das Problem. Durch das, dass man halt bild auf die Defensive mehr uns halten, dass man jetzt ein bisschen die Defensive starten, ein bisschen weiter defensiver spielen. Und wieder kriegen wir den Ball nicht durch die ab durch den Straf in den auf Sané. Ja, hä? Ja, Handspiel, es war Handspieler. Nein, es war Handspieler. Oh, zu spät gepasst und wieder zu schlecht abgehoben. Ja, mit dem Torhüter müssen wir auch uns nur ein bisschen überlegen, was wir machen im nächsten. Oh, warum passt man da hin wieder? Oh, fast durchkommen noch. Alle, es hätte nicht viel mehr gefehlt, Leute. Wenn er durchkommen wäre, dann wäre es. Wenn Sané durchkommen wäre, Alter, wenn Sané durchkommen wäre. Wenn es da nicht durchkommt. Wenn es da nicht durchkommt. Ah, ich wollte runter auf dem Allen die 40 Spiele. Ah, das ist also. Wohl auf die 40 Spiele.
Oh Mann, ich Ball nicht mit an. Ball war da, aber der war ein Achter, die Hoffenheimer waren Achter, Leute. Upamecano. Oh, voll Fahr. Oh Mann, habe ich so gedacht. Oh ja, okay, Mann. Ah, du hast zu spät gedacht, Leute. Oh, wieder Abseits, oh Mann. War wieder Abseits, aber bitter lang. Oh, die erste Hälfte hat man. Oh Mann, steht wieder. Oh, mal gucken, dass wir die erste Hälfte durchkommen. In die erste Hälfte. Oh nee, kriegen wir kurz vor Schluss. Aber meine Ball nicht unter Kontrolle kriegt. So, erstmal weg die Pille, Leute. Erstmal weg die Pille, Leute. Erstmal raus den Ball. Das ist erstmal das Wichtigste. Erstmal raus immer. Das müssen wir uns jetzt auch mehr einhalten, Leute. Einfach rausschießen. Nicht von hinten rausspielen, sondern wenn es sieht, einfach weg die Pille. Einfach auf den Parkplatz schießen, Leute. Auf den Parkplatz oder so schießen. Einfach auf den Parkplatz schieße den Ball einfach und dann einfach auf den Parkplatz schieße den Ball einfach. Oh, Mann, Davis, warum gehst du an? Jetzt müssen wir ruhig in. Mal gucken, wer da ist. Boah, schade. Zwei waren an Musiala dran. Er konnte halt nicht mehr schießen und er konnte nicht schießen. Er konnte nicht schießen, Leute. Ja, das ist halt das Problem, Leute. Boah. Junge, habe ich nicht gedacht, dass der Ball reingeht, Leute. Ich habe nicht gedacht, dass der Ball reingeht, Leute, ehrlich gesagt. Alter, dass der Ball ins Tor geht, Leute. Habe ich echt nicht gedacht, Leute. So, jetzt warten wir noch ein bisschen, Leute. Ein bisschen wechseln. Mal gucken, wen wir reinnehmen.
Sané ist gut noch. Da müssen wir gucken, wer. Oh Mann, jetzt starre ich zu. Kim, ich muss jetzt mal Gas geben, Kim, mich. Boah. Ja. Das war der Fehler, weil meine Ball. Ding und nicht weggekriegt haben aus der, oh Mann. Das Tor war zu einfach. Ja, das Tor war zu einfach, Leute. Es wurde und das war wurde zu haben wir zu einfach gemacht. Ja, das haben wir zu einfach zugelassen, Leute. Oh, da stehen wir wieder in den Mann, lauf mal in den Mann rein. Warum weg? Hä, konnte man jetzt schneller wechseln? Das ist Sachen so in das Buch. Oh, jetzt wird's hart. Jetzt wird's schwierig, Leute. Kramaric ist da. So Leute, jetzt werden wir mal ein bisschen gucken, mal, wer ist Coman für ihn, dann würde ich sagen, Kavinga kriegt eine Pause und Kane kommt rein, so und Kane kommt rein. Ja. So jetzt mach, aber bis die wechseln, dauert es ja eben ein bisschen noch ein paar Minuten. Hotel macht das 3-1, Leute. Das wichtige 3-1. Er macht sein Tor und dann. Ja. Junge, Kane machen. Aber wir müssen noch ruhiger spielen. Wir sehen, wir sind halt. Ja, und wie gesagt, neue Schwierigkeitsgrad müssen wir uns auch noch ein bisschen reinfuchsen, Leute. Männer. Erstmal. Die eine Schwierigkeitsgrad gehabt und jetzt müssen wir mit der neuen Schwierigkeitsgrad uns ein bisschen reinfuchsen, Leute. Das mal da jetzt, müssen wir uns wieder reinfuchsen, Leute. Tell hat ein Tor, Musiala, schönes Tor. Ich wollte auf Sané, auf Musiala schießen, weil irgendwie kam ich nicht runter, der Ball, irgendwie kam er nicht runter, der Ball. Alter Mann, Nasrim hat dann... Ja. Upamecano war zu weit weg, Leute. Können wir noch wechseln, Nasrin? Weil Nasrin merkt man, er ist. Nasrin ist müde, Leute.
Boah, voll in den Mann eingelaufen, voll in den Mann. Nein, Alter! Boah, Alter, zwei schnelle Tore gemacht hab. Boah, Alter. Und steht wieder frei, mir Alter. Leute, alle oh, stehen, oh Mann, oh Mann, da stehen frei vor, er stand frei. Oh, alter Junge, das, alter, wie faul der denn, alter Junge. Boah, das hätte man auch schon eine gelbe Karte fassen nennen können, Leute. Ah, ich komme nicht durchkommen, Leute. Und jetzt wird's aber hart. Boah, 3-3, alle Leute. Mensch, boah, alle Mensch, 3. Junge, jetzt wird's halt hart hier, ich mir. Ruhe. Oh, ein Junge mit, kannst du dir nicht vorstellen. Einer greift uns an, dann passiert ein. Alter, Junge, das war doch ein Angriff. Alter, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war ein Angriff. Ey. Ein Stürmer faul, Alter, der hat uns hinten dran. Alter, Junge, wie kannst du. Junge, das kannst du dir nicht vorstellen, Leute. Das kannst du dir nicht vorstellen, Leute. Leute, Mann, was die Le. Boah, Junge, das kannst du dir nicht vorstellen. Junge, die gehen alle schon. Das, boah, Alter. Boah, Alter, was war. Junge. Warum nimmt der Ball nicht an, Alter? Mann. Alles kannst du. Erstes in den neuen Schwierigkeitsgraden gleich verloren, Leute. Alter, Mann, es fängt ja mal gut an, Leute. Fängt mal gut an, die neue, das neue. Boah, Alter, das, Mann, dann, Alter, das waren, das konnte man nicht einen Stürmerfaul nennen, Leute. Junge, war, Alter, Junge, was soll Davis da machen? Junge, wie kannst du das, Alter? Alter, Junge, das war an, hat uns an, Alter, Davis, Alter, wie soll er, wenn er von hinten in den Mann reingreift, Junge, Junge. Ja, und das ist wieder, ah, ich bin am überlegen, Leute, ob man ein Ding machen, die Handelfmeter rausnehmen würde. Ich, dass man, aber hat, ne, dass man die Handelfmeter rausnehmen, oder halt irgendwie anders, ich finde, die sind zu extrem in dem Spiel gemacht. Aber jetzt müssen wir halt weiter dran arbeiten, Leute. Dran arbeiten. Aber heute war es ein Fass mit X, unser erstes Spiel in der neuen Schwede. Wir hätten an Leipzig weiter Punkte dran machen können, Leute. Das war.
Auf Leistung. Kane müssen wir ein bisschen auf Leistung machen. Kane auf Leistung. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie man die nächste Spieler gegen Bremen weiterging. Ja, mal. Tell wird da. Tell wird nichts gemacht. So, Leute. Jetzt müssen wir gegen Bremen mal gucken, wie wir gegen Bremen Transfer buchen. Würde ich sagen, du mal ablehnen. So, Leute, aber ich würde fast sagen, für heute machen wir Feierabend. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.